Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Wir sind in der Dunkelwelt der Salt Factory, wollen mit dem Level 3 noch nichts namens Goliath weitermachen. Na, da sind wir ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Jedenfalls eine Chance auf eine Glitch World, aber ich schätze, dass ich gleich sterben werde. Ha, ich hab's gewusst. So, wo ist denn der Schlüssel für Bandage Girl? Autsch. Wie soll ich denn bitte an dir vorbei... Verdammte Laufbinder! Ich komme schon. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das benutzen muss, um hier vorbeizukommen. Irgendwie wirkt hier alles so lila angehaucht. Okay, ist wahrscheinlich eine Dunkelwelt. Das konnte ja nicht klappen. Aber der Sprung muss möglich sein. Das kann so nicht sein. Er müsste auf jeden Fall ganz nach oben, stimmt's? Ich bin wieder gestürzt! Wenigstens die Musik so cool hier. Und ich bin schon wieder am Salz geplatzt, stimmt's? Dann werde ich ja ausweichen im Salz gelandet. Grandios schweres Level-Design hier. Da darf man ja wieder sich mal keine Fehler erlauben, damit das hier klappt. Ich finde es manchmal krass, dass ich manche Mario-Welten für schwer hielt. Okay, es gibt ein paar unglaublich harte Mario-Welten. Vor allem die optionalen. In Super Mario 3D World, das habe ich immer mit meinem Mann zusammengespielt, im TKB. Den kennt ihr ja. Da jedenfalls... Was wollte ich jetzt? Jetzt bin ich wieder unten. Da jedenfalls gibt es ein schweres Level als letztes. Das haben wir noch kein einziges Mal durchgespielt. Wir haben es weder zusammen geschafft, noch allein. Wir haben es weder mit den Tipps aus dem Internet geschafft, noch indem wir 99 Leben gesammelt haben. Ich mache irgendwas falsch in diesem Level. So. Das klappt so nicht. Ach so, natürlich. Nein, ich wollte doch abspringen. Hä? Jetzt bin ich ja aber verwirrt. Ich dachte jetzt, ich müsste da hoch. Mit diesem Abspringen. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Was mache ich denn falsch? Muss ich mich wirklich nicht hochtragen lassen? Also hier geht's nicht. Hier muss ich auf jeden Fall abspringen. Und dann komme ich nicht rechtzeitig zurück. Klappt's. Und wieder gestürzt. Vielleicht ist es ja doch das, was ich dachte. Aber ich muss dann ja millimetergenau richtig drücken. Und das alles mit der Turret. Ach, das gibt's doch nicht. Du bist viel zu schnell. Ich hab gedrückt, verdammt. Ich wäre nicht eine Sekunde zu spät. So. Ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Weil irgendwie klappt es nicht auf die traditionelle Art, irgendwie klappt es nicht auf die Art, auf die es wahrscheinlich gedacht ist. Da lande ich jedenfalls im Salz. Da lande ich an der Decke. Also wie soll denn das klappen? Was wollt ihr hier von mir? Ich bin verwirrt. Jawohl. Beiden Binder gehen nach oben. Ja, das müsste jetzt sein. Na komm. Okay, ich bin gerade unkonzentriert. Weg mit der Tempotaste oder was? Wie soll man da... Man muss in einem Bruchteil einer Sekunde reagieren oder was? Und wieso tust du dich jetzt überhaupt nicht bewegen? Das kann ich hier vergessen. Ich weiß echt nicht, wie ich das tun soll. Ich bin wirklich sehr verwirrt. Weil ich schaffe diesen Sprung nicht. Wie Art schaffe ich ihn? Das ist die einzige Art, wie man ihn schafft. Ja, das ist noch eine von euch. Okay. Gut ist, das Bandage Girl jetzt hier. Gut, das hätten wir
Also ich weiß nicht, ich finde es immer noch sehr komisch. War dieses Level so gedacht? Ist wirklich so gedacht? Ich glaube, bin nicht zur Hilfe da gewesen, sondern nur zur Behinderung. Ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwas ganz eindeutig falsch gemacht oder falsch verstanden. Schreib's dir doch bitte in die Kommentare. Es hat zwar geklappt, aber es fühlt sich irgendwie so verkehrt an. Nun gut, nächster Level. Oh nein, ich erinnere mich an das in der Lichtwelt. Da war es schon übel. Und was ist hier jetzt anders? Das sieht eigentlich genauso aus bis jetzt. Oh. Okay. Damals war Bandage Girl da unten. Vielleicht wir müssen auch wieder nach oben. So, das schaffen wir aber. Irgendwie. Hi. Nein! Immer dieses blöde Fallen. So. Sprung. Hi. Das war jetzt aber knapp. Und. Zack. Achso, jetzt kann er mich nicht sehen. Verdammt, wie soll ich denn da wieder hochkommen? Gute Frage. Gehen wir mal auf eine bestimmte Art und Weise. Das konnte nicht klappen. Das konnte ja nicht klappen. Weil wir wollen jetzt mal nur den einen Block kaputt machen. So. Ich glaube nicht, dass das klappt, wenn wir nur den einen Block kaputt machen. Wirklich nicht. So. Ich hieß. Und. Hier. Ah, wie soll ich denn den beiden entkommen beim Zurückgehen? Wieder so eine Sache, die wir ziemlich. Naja, vielleicht hätte es jetzt nicht fallen sollen. Hui. Oh, vergessen. Zack. Oh nein! Wieso war denn da noch einer übrig? Und. Wir sterben. Ach, also, könnt ihr euch mal entscheiden, wie euer Timing sein soll? Das ist sehr verwirrend, wenn ihr euch da plötzlich umentscheidet. Schieß. Du ebenfalls. So, jetzt müssen wir echt überlegen, wie wir an denen vorbeikommen. Ich weiß es nicht. Bin ich an ihm weit vorbeigekommen und war so perplex, dass ich nicht gestorben bin, dass ich mir keinen Plan überlegen konnte. Also irgendwie scheint es ja zu klappen. Hm? Zack. Ja, da sind wieder diese Zielsuchenden. Wie habe ich das denn geschafft? Hey, es klappt. Wir haben es hinbekommen. Ich bin begeistert. Waren die auch schon so zielsuchend in der anderen? Nee, oder? Also in der Lichtwelt? Da waren die nicht zielsuchend, glaube ich. Müssen jetzt im Level 12 sein, oder? Aber erstmal müssen die Meat Boys zurück. Ja, das ist der eine, der es geschafft hat. War der einzige, der es geschafft hat. Und der hat es gleich geschafft. Hm, cool. So. Oh, wir sind im Level 11. Was war denn das eben? Die sind im Salz gestorben. Ich weiß noch, dass es hier in der Lichtwelt ein Pflaster gab, wenn man gewartet hat. Es sieht eigentlich genau, fast genauso aus, nur haben wir hier ein bisschen mehr Salz, glaube ich. Ein paar mehr Fallen. Für uns. Ach du Scheiße. Meine Güte. Gut, wir gehen das nochmal an. Diesmal sind die Vögel nicht im Salz gelandet. Hier muss man sich ja echt beeilen. Sieht auch aus, dass ich hier einen Schlüssel irgendwie finden kann. Wieso ist denn jetzt mein Sprung nicht registriert worden? Ich hab mal wieder die Taste nicht ordentlich gedrückt. Jetzt komm! Okay, ich darf mir auch nicht so viel Zeit lassen. Das sind wieder so Level, wo man präsentiert dafür ist, A+ zu bekommen. Weil man sich ja eh so beeilen muss. Da haben wir eh die ganze Zeit, sonst stirbt. Oh, mir tut jetzt schon der Daumen weh. Das kann ich schon vergessen. Da sollten die Segen. Wir springen am Anfang, anstatt zu laufen. Okay. Sprung, Sprung, Sprung. Nochmal. Über dieses Salz springen. Hier hoch.
hier lang. Hier runter. Oh, ich hab's jetzt fast geschafft. Ich weiß, dass es geklappt hätte. So. Rum. Hoch. Hier runtergleiten lassen. Mal runtergleiten lassen. So. Okay, jetzt müssen wir das Ganze nochmal nach hinten machen. Wo genau ist hier eigentlich Bandage Girl? Hoppla! Irgendwie dachte ich jetzt, dass was anderes passiert. Ich frage mich gerade wirklich, wo Bandage Girl steckt. Hier muss ich dann, glaube ich, einen kleinen Wandsprung hinbekommen. So, deswegen ist es hier auch so knapp gehalten, dass man sich keinen Vorsprung holt. So. Na toll. Das haben die extra so gemacht, dass ich auch nochmal einen Wandsprung machen muss, ja? Ich habe das Level sogar ein bisschen vergrößert. Aber es ist nichts, was uns davon abhält, es zu schaffen, stimmt's? Ihr seid gerade ein bisschen knapp. So. Shit. Ich war zu langsam. Viel zu langsam. Wir müssen schneller werden. Aber nicht so schnell, dass wir unkonzentriert sind. Hier lang. Hier rüber. Da nach oben. Sprung. Gleiten. Hoch, hoch. Das war dumm. Sprung, Sprung. Sprung, kurz laufen. Sprung. Sprung, Sprung. Das mit dem Gleiten sollte eigentlich nicht passieren. Deswegen wusste ich eben nicht, was los war. Und habe diesen Unsinn angestellt. Sprung, Sprung, Sprung. Hab vergessen zu laufen. Sprung, Sprung. Ein bisschen laufen. Gleiten. Sprung, Sprung, Sprung. Hier hoch. Runter. Runter. Ist wie knapp. Bisschen. So. Hier springen. Hier rüber. Sprung, Sprung. Bandage Girl. Ah, geschafft. Aber kein Abfluss. Es geht also noch besser. Nun schauen wir mal. Wir haben ja sehr viele Tode hier verbucht. Wirklich einige sind das. Fällt mir ein, dass auf dem Edmund-Blog mal gefragt worden ist, welchen Charakter hätte er denn gern im Super Smash Bros., falls es hier passieren würde, was halt ja nie passieren würde. Da hat er gemeint, Super Meat Boy. Und dann, ihr könnt euch euren seinen Unfassmash ausdenken. Da habe ich nämlich noch keine Idee. Tja. Und dann hieß es, von einem User eingeschickt, wie wär's denn mit diesem Level Recap als Super Smash? Die ganzen Meat Boys kommen und explodieren an Stellen und machen Schaden. Und jetzt finde ich es super schade, dass wir wahrscheinlich nie die Chance haben, einen Indie-Game-Charakter in Super Smash Bros. Zu sehen. Wirklich, wirklich schade. Wenn man das reinmodden könnte, ich würde das so gern sehen. So, ab zum nächsten Level. Was genau muss ich hier tun? Ich glaube, ich muss clever zwischen den Wänden wechseln. Du hast sie ja nicht alle. Wie soll denn das klappen? Das alles noch mit der Turret. So. Das kommt ja nicht. So. Das war klar. Ich dachte, jetzt könnte ich hier irgendwie entkommen. Ich erinnere mich noch an das Level in, kriege ich das vielleicht irgendwie hin, indem ich hier den da mache? Nee. Ich glaube, ich muss wirklich die Wände wechseln. Das klappt so nicht. So, hier gleich rüber. Wäre das knapp. Jetzt hätte ich wieder wechseln müssen, verdammt. Nee, ich wollte eigentlich gleich am Anfang rüber, indem wir über die erste Säge sind. Natürlich klappt das nicht, wenn ich den zweiten Wandsprung schon mal verhaue. Na toll, hätte ich nicht ein bisschen früher schießen können. Ich muss den Wandsprung auch so machen, dass ich da dran bleibe. Verdammt. Gott, hoffentlich bist du nicht allzu lang. Wieso hat er getroffen? Ich war doch unter der Säge. Der kann einfach über die Sägen schießen. Also hinter den Sägen sind wir nicht sicher. Weiter hochgekommen bin ich noch nicht bis jetzt. Also ich glaube, mit drei Sprüngen war es bis jetzt am besten. Dann hier und hier. Und dann lande ich immer in den Sägen. Deswegen ist nichts. Ich muss das irgendwie anders angehen. Und zwar hier. Fangen wir an. So. Hey, so klappt das auch nicht.
Nie irgendwie geschafft. Natürlich, wir brauchen ja auch noch einen Schlüssel, ja. Wo ist dieser Schlüssel? Ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Wo ist dieser Schlüssel? Ehrlich. Jetzt liegen wir zwischen den Sägen oder so. Auch nicht bei der Turret. Weil es sieht irgendwie so aus, als ob man hier zwischendurch kann. Aber der erste Schuss trifft mich garantiert, wenn ich das versuche. Und ich sehe ja hier keinen Schlüssel da unten. Ich würde einfach nur gerne wissen, ob das klappt, zwischen den Sägen durchzugehen. Nee, geht nicht. Geht eh nicht. So. Na toll. Auch toll! Wie soll denn das klappen jetzt? Also so nicht. Wie habe ich denn das eben gemacht, da hochzukommen? Also so nett. Ich wollte jetzt nach drüben, verdammt! Ja, so klappt es natürlich nicht. So. Da gehe ich an der Säge kaputt. Ja, das klappt so nicht. Ich muss besser wieder wie am Anfang. So. Genau. Ach, da ist der Schlüssel. Der taucht dann langsam auf. Stehe. Okay, jetzt habe ich zu sehr auf die Schlüssel geachtet. Autsch. Zack. Das war so klar. Also 1, 2, 3. Dann klappt es nämlich richtig gut. Okay, wenn ich nicht gerade in die Sägen springe. Springe. Jetzt wusste ich echt nicht, was ich gerade tun soll. Eben hat es gut geklappt. Verdammt, der wird auch nach oben getragen. Wie soll ich denn an den rankommen? An diesen verdammten Schlüssel. Wenigstens haben wir ihn entdeckt. Also darüber zu springen ist gar nichts. Das ist nicht gut. Zack. Jetzt hätte ich die perfekte Timing gehabt, um Schlüsse zu bekommen, aber ich konnte nicht, weil dich das Ding trifft. So, oh Gott, war das eben knapp. 1, 2, 3 Sprünge. Dann hatten wir hier das beste Timing. Kleiner Sprung, kleiner Sprung, kleiner Sprung. Schlüssel nicht erwischt. Gut. Nee. Und das erwischt uns. Ich habe noch nicht das perfekte Timing raus, um den Schlüssel zu erreichen. Auf jeden Fall, mit den kleinen Sprüngen hier kriegt man es am besten hin. Erstmal springt man hier dreimal. Machen wir hier noch einen kleinen Sprung. So. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Also hier weiß ich, dass ich dreimal springen kann. Ne, so einen kleinen Sprung machen, aber nicht im Salz landen. Das hat wieder überhaupt nicht geklappt. Boah, ich verkrampfe wieder meine Hand und den Controller. Und es wird nie wieder so schlimm sein wie in der Kit-Warp-Zone. Ich glaube, jede Säge hat mich jetzt schon einmal erwischt. Die sind alle furchtbar rot. Zack und zack. So. Hä, wie ist... Ich hätte den Schlüssel doch jetzt erreichen müssen. Wieso hat das nicht geklappt? So. Okay. So erreiche ich ihn zwar, aber lande danach an den Sägen. Das ist also nichts. Ich glaube, ich muss den erreichen. Ich glaube, es könnte wirklich das Beste sein, ihn zu holen, kurz bevor ich bei dieser oberen linken Säge bin. Das könnte wirklich das Beste sein, aber ich sehe auch gerade, dass der Part gleich vorbei ist. Okay, beim nächsten Tod machen wir Pause. Jetzt. Gut, wir machen das im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gut gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Aber sagt mir dann doch auch, was ich hätte besser machen können. Tschüss und bis zum nächsten Mal.